Weiter geht es mit Ziff 6. Viel Vergnügen euch allen. Die Stadt Urumqi, ich glaube, die fällt heute noch an uns. Könnte ich mir vorstellen. Hier wollten wir... Ja, den lösen wir einmal. Ach, wir können die Eisenbahn nach oben bauen. Wir tauschen mal die Plätze. Der Kollege baut Eisenbahn und er macht mit seiner Ladung. Achso, wir müssen einmal das hier umstellen. Der kann nur Staudämme beschleunigen. Statt 77 Runden 58. Ziel fürs Handelsweg London. 9 Nahrung, 6 Produktion. Krass. Da könnten wir sogar hier unten umstellen. Auf Produktion vom Hafen, ne? In 14 Runden. Mega cool. Dann können wir gleich auch mal anfangen, hier Sägewerke unter anderes zu machen, ne? So, hier kommt in 2 Runden der nächste Bürger. Und so auch. Dann nehmen wir die Produktion mit. Einmal an Land und einmal Elfenbein, bitte. Hier können wir im Augenblick gar nichts machen. Hier auch nichts. Nein. Den mal hier drin. Mal mehr rüber. Dann wird demnächst das neue We Are Football im Programm. We Are Football 2024. Im Chat schreibt ein gewisser, nennen wir ihn mal einfach, North Bowman. Wenn das neue We Are Football raus ist, berichte auf Twitch die Kanal-Wettenhölle los. Da gibt es wieder jede Menge komische Fußball- und Sportwetten bei uns. Ja, ein Literaturwerk wird uns angeboten gegen einmal Wale, davon haben wir genug, und einmal Alu. Ja, warum nicht? Eine gemäßigte Flut. Dieser Leuchtturm zog alle Augen auf sich. Das nächste Weltwunder. Weltwunder um Weltwunder. Den baue ich sehr selten. Ich den irgendwie, den kann man früh bauen, aber der, ich finde den nie so super stark. Eine Fortbewegung für alle Marineeinheiten. Es gibt Karten, auf denen ist der cool, aber die spielt man halt selten. Sehr, sehr wasserlastige. Dieser Leuchtturm zog alle Augen auf sich. Direkt daneben, halb angebaut, halb fertig gebaut, oder zu 2/3. Lady Liberty, die Freiheitsstatue. In dieser Kultur gibt es so viel Plastik, dass Leopardenfell aus Vinyl zu einer gefährdeten Kunstfaserspezies wird. So, und jetzt bitte mit mir nachdenken. Ich hätte gerne die Biosphäre, würde ich gerne bauen, weil die hilft uns auch bei Kultursieg sehr, um Tourismus zu bekommen. Weil alle Gebäude, alle regenerativen Energiequellen, die Staudämme, 4 oder 5, die wir bauen, Windparks, Geothermiekraftwerke, Offshore-Windparks, Solarparks, alles erzeugt zum einen dreimal so viel Energie und in Höhe der Energieerträge, also das Dreifache davon, gibt es außerdem noch Tourismus. Das ist für einen Tourismus- und Kultursieg mega, 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 mega. Ja. Und da Voraussetzung dafür, entlang eines Flusses, angrenzend an ein Wohngebiet. Und wir können jetzt noch Geothermiekraftwerke bauen, auf geothermischen Rissen. So, jetzt haltet mal mit Ausschau. Wo haben wir überhaupt ein Wohnviertel schon?
Haben wir überhaupt irgendwo ein Wohnviertel auch nur? Nein, nicht im Ernst. Haben wir noch kein einziges Wohnviertel gebaut? Das ist bei dem Stadtstaat um der Eck. Da ist eins. Ich glaube, das ist unser einziges Wohnviertel und es ist kein Fluss weit und breit. Na toll. Ist ja nicht zu fassen hier. Wir haben kein einziges Wohnviertel, das an einem Fluss liegen würde. Wo sind denn hier Flüsse? Hier vorne ganz viele. Hier. Also naheliegend wäre in London. London am produktionsreichsten für Weltwunder sind London und Bullhammer. Haben wir in Bullhammer einen Theaterplatz? Noch keine, ne? Doch, wo ist er denn? Ach, hier unten steht er. Ja, das war mal ein Denkfehler. Dann ignorieren wir mal alle Nachbarschaftsbonusse. Dann müssten wir hier nur ein Wohngebiet hinbauen. Wir brauchen auch demnächst was. Hier oben könnten wir es hinbauen. Zwei Felder vom Fluss entfernt. Hier vorne können wir es hinstellen. Das Wohnviertel darf auch beschädigt sein. Das ist nicht so schlimm vom Vulkan. Das Weltwunder könnte man dann hier über den Weizen bauen zum Beispiel. Weil wir haben schon... Wie viele kriegen die Bürger? Haben kaum noch Arbeitsplätze für die Bürger. Was würdet ihr davon halten? Hier das Wohnviertel hin. Und hier das Weltwunder hin. Sollen wir das machen? Wozu brauchen... Ja, wir brauchen keine 6 Wohnraum. Im Chat wird über 6 oder 5 Wohnraum gebaut. Das ist vollkommen egal. Das Geländefeld hier oben ist langweilig. Das geht oft kaputt. Wir können eine Modernisierung draufsetzen, aber die wird oft beschädigt. Das ist dagegen ein super cool, gut laufende Modernisierung. Warum soll man die kaputt machen für einen Wohnraum in der Stadt, die aus allen Nähten platzt und die kaum Geländefelder hat? Kenny, da haben wir nichts von. Und deshalb brauchen wir auch das Nahrungsfeld hier nicht. Beschwert sich keiner, so machen wir das. Das heißt, hier kommt die Biosphäre-Kamera dann hin. Und die Biosphäre kommt hier hin. Und hier vorne kommt das Wohnviertel dann hin. Nach dem Parlamentsgebäude, okay? Ich glaube aber nicht, dass es schon Leute gibt, die... die Biosphäre vor uns bauen. Vorher sollten wir allerdings den Weizen durch den Handwerker entfernen, um noch einen letzten Bürgerschub zu bekommen. Mit dem Kollegen hier zum Beispiel. Der kann das machen. Ja? Suchen wir nochmal irgendwo Biosphäre. Niemand baut. Das, da sind wir so früh, das können wir machen. Das ist ein guter Plan. Da ist der große Leuchtturm. In London. Und wir wollten an Weltwunder hier noch bauen. Was wollten wir denn hier bauen? Cahokia-Hügel, ne? Sollte da hinkommen. Da sollte der Theaterplatz hinkommen. Heilige Städte brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Welcher anderen Weltwunder käme in den Eiffelturm? Wir haben immer noch keinen Platz für den Eiffelturm. Der wäre zentral. Casa de Contratación. Geht nur neben einem Regierungsplatz, also nur hier. Da, wo der Theaterplatz gerade eingezeichnet ist. Einziger Bauplan.
oder von Rock'n'Bull ausbauen, hier vorne hin. Regierungsplatz im Bezirk der Stadt. Nur London könnte das bauen. Oh, wird schon gebaut und ist im Beginn des Baus etwas weiter, aber die Stadt ist sehr, sehr klein. Schon weiter, auch eine kleine Stadt. Ich glaube, wir können es auch mal weglassen. Wer weiß, lassen wir mal weg. Kein Casa de Contra Tafion. Eiffelturm wäre wichtiger. Wir suchen mal Eiffelturm. Keins. Das ist cool. Und Eiffelturm wäre möglich hier und ein bisschen Produktion kaputt machen. Flachland neben Stadtzentrum. Weil hier vorne bauen wir schon mehrere andere. Soll ich das machen? Ein weiter. Hier bekommen wir das Nationalmuseum mehr Plätze für große Werke. Das hat aber noch Zeit. Schiffswerft hilft hier wenig, weil wenig Wasser. Theaterplatz kommt irgendwann ohnehin noch, aber das hat noch Zeit. Der Staudamm bringt uns mehr Energie. Das ist die, wir haben immer mehr CO2-Emissionen. Aber ich würde zuerst gerne mal den Eiffelturm bauen, hier drauf. Den erroden wir uns aber ein Stück. Fangen wir mit dem Staudamm an und ziehen da einen Handwerker hin. Ja? Das ist Sendezentrum. Seehafen hilft hier auf jeden Fall. Und auch mehr Nahrung und Co. Hier haben wir, glaube ich, keinen Strom. Für das Sendezentrum. So, ein schnelles. Obwohl, wir kommen langsam in die Phase mit den regenerativen Energiequellen. Da können wir demnächst welche bauen. Wir brauchen für Sendezentrum, glaube ich, 3 Strom, ne? 3 Strom. Und eine regenerative Energiequelle erzeugt, glaube ich, 2. Das heißt, wir müssten 2 hier bauen. 2 Solarparks zum Beispiel. Campus haben wir hier keinen. Wir könnten extra ein Industriegebiet jetzt bauen. 3er Nachbarschaftsbonus hier in der Mitte. Wie viele Bürger haben wir in der Stadt? Plus 5, 7. Wohnraum jetzt schon alle. So viele coole Geländefelder gibt es gar nicht. Wir bauen hier das Industriegebiet hin. Was machen wir dann hier gleich einen Nachbarschaftsbonus für? Den Theaterplatz auch. Geothermische Risse können wir jetzt machen. Guter Hinweis im Chat. Einmal ein schneller Seehafen. Industriegebiet war gebaut. Theaterplatz können wir hier im Dreieck machen. Seehafen hilft uns aber erstmal bei mehr Nahrung, dass die Stadt noch was wächst. Schaut mal hier vorne. Da sind die Solarparks, ganz spät leider erst. Computertechnologie, damit wir gleich Hochwassersperren bauen können. Dann, der erzeugt wie viel? 480 Produktion. Wenn wir das nächste Runde machen, wäre das Parlamentsgebäude fertig. Wir sitzen eine Runde aus. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Einmal feuerfrei hier drauf. Kein Ton. Ja, die Plätze tauschen bitte. Einmal heilen bitte. Eisenbahn, Handwerker später.
Eisenbahn weiterbauen. Passt jetzt hier aber schon so. Also noch mehr Eisenbahn bauen, weiß nicht. Eventuell nachher, falls all diese Städte hier flippen sollten, könnte man deren Grenzen schon mal Eisenbahnen bauen. Ein weiteres Kunstwerk. Wie sieht es mittlerweile aus bei den großen Werken? Wie sieht es mittlerweile aus beim Thema Kultursieg? Wir liegen nur auf Platz 3. Ambiorix liegt vorne, aber droht seine Städte zu verlieren. Beim Wissenschaftssieg. Die Sumerer haben mittlerweile eine Tech mehr als wir erforscht. Wow. Religionssieg, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Diplomatie-Sieg wäre 13, in Kürze 17 Punkte. 4 kommen gleich dazu. Erschaffsieg, auch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Puh, puh, puh. Hier vorne wieder hin. Hier wollten wir gleich was erroden, aber noch nicht. Einmal ein Jagdlager erstellen. Einmal Sägewerk erstellen. Royal Navy Werft, Staudamm, 18 Runden. Und der Kollege hier, einmal beschleunigen bitte. 18 Runden bräuchte der Staudamm, jetzt bräuchte er nur noch 12. Da können wir im Augenblick gar nichts machen. Einmal den Seeweg hier bitte bewachen. Und nochmal eine Runde weiter. Barbaren nähern sich, das wissen wir. Zeitalterwechsel, goldenes Zeitalter, 197. 25 Runden noch wahrscheinlich oder 27 oder wie auch immer bis Zeitalterwechsel. Normales Zeitalter sicher, goldenes wahrscheinlich. Und eins weiter. Shigon, danke dir fürs 45. Abo. Sehr freundlich. Und ja, ganz liebe Grüße von Shigon an den Chat, an die Mods und an einen gewissen WB. Danke für den sehr netten Kommentar über schöne und interessante Unterhaltungen seit Jahren. Du hättest hier viel gelacht. Das freut, das höre ich sehr gerne. Terminal Ligator, danke fürs zweite Abo. Grüße an dich. Galdia ist auch schon eine ganze Weile hier. Da, 37 Monate. Und Bastefan, 17. Genau, hier wollten wir einmal raufziehen. Das ist vierter Ring. Das können wir nicht so bekommen. Leute, wir können das erste Seebad uns holen. Hier vorne, das ist ein ganz tolles, dickes Seebad hier. Das erste Seebad wahrscheinlich der Welt. Gibt Tourismus und Gold. Das erste Seebad der Welt. Wir zeigen den Mongolen in ihren Städten, wenn sie englisch geworden sind, dass wir Engländer nicht nur Weltmeister von Fish and Chips und anderen kulinarischen Köstlichkeiten sind, in fertiges Zeugs in Zeitungspapier eingewickelt, sondern dass wir es auch beim Thema Seebäder drauf haben. Da ist es. Erste Seebad der Welt hier. Habe ich gerade Parlamentsgebäude übersehen gerade? War das diese Runde gewesen? Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja,
Essen, Handtücher werden auf Badeliegen geworfen. Das haben wir Engländer drauf. Ein weiterer Zeitalterpunkt, Profisport. Bildet nicht den Charakter, er offenbart ihn. Jetzt können wir Skiorte bauen für mehr Annehmlichkeiten. Jeder Skiort auf einem Berg gebaut, mit Minimum ein leeres Feld Abstand. Man kann Skiorte nicht nebeneinander errichten. Gibt lokal vor Ort eine Annehmlichkeit, die auch nicht getauscht werden kann. Ganz zentral auf hier Tourismus für uns. Neue Gebäude, die man bauen kann, Stadien und Aquacenter auf Wasserparks bzw. Unterhaltungsdistrikten. Stadien gewähren Annehmlichkeiten, Theaterplatz Nachbarschaftsbonusse verdoppelt durch die Karte und Estadio de Maracana. Ein Weltwunder, das wir auf jeden Fall errichten wollen gleich. Einmal feuern von hier hinten. Ja, der nervt, der muss weg. Einmal rauf. Nein! Ich wollte ihren gleichen Chor, weil ich zu optimistisch war und nicht scouten wollte. Oh oh. Habe ich schon oh oh gesagt? Wir haben nur eine Möglichkeit, das zu verhindern. Dass der stirbt. Wisst ihr wodurch? Ein Köder. Den locken wir an. Vielleicht klappt das. Die gute alte WB-Aktion. Handwerker als Köder, damit die Barbaren die gefangen nehmen können und wir die traumatisierten Zivilisten anschließend befreien. Ihn kurz auf die Schulter klopfen und sagen, na, hast du ein kleines Abenteuer erlebt? Und dann wird geröchelt. Ja, danke WB. Nein, das sind keine Fantasien, das sind einfach nur Erfahrungsberichte. Lasst euch von den anwesenden Chatmods erzählen, was bei unseren Betriebsausflügen so alles passierte, die wir bisweilen machen. Industriegebiet, eine Werkstatt obendrauf, bitte. Dann Sendezentrum und... Haben wir hier Energie? Ja. Noch ein Spion. Auf Vorrat. Weil hier gibt es nichts, was wir unbedingt jetzt machen müssten hier. Da ist die Uni. Ah, das, ja, Stadion, mehr Annehmlichkeiten bitte. Kohlekraftwerk. Ein Forschungslabor bitte. Vorher eine mittelalterliche Mauer für zwei Tourismus. Zu 100% Tourismus durch große Musikwerke, aber sind wir ein gutes Stück von entfernt. Atomprogramm bauen wir ohnehin, um hier zum Kalten Krieg... Nee. Ah, doch, oben brauchen wir das. Kapitalismus, Einkaufszentrum. Ja, wir holen uns mal das Atomprogramm. Petra soll ich ja bauen, heißt es im Chat. Wir hatten uns da eben dagegen entschieden. Also wenn wir wirklich auf Tourismus gucken, wir versuchen einmal kurz Petra fertig zu kriegen. Die Stadt hier vorne, bei der wir uns vorgestellt hatten, dass sie eventuell zu uns flippt mit Petra. Ist egal. Wie lange braucht die noch zum Flippen? 4 Runden? 2 Runden, einmal Sägewerk entfernen, nächste Runde abholzen. Nächste Runde machen wir das. Wir brauchen noch 400, knapp 400 Punkte fürs Parlamentsgebäude. Meine Damen und Herren, Gustav Eiffel, 480 und dadurch bekommen wir, glaube ich,
Wie viel Prozent mehr 100% mehr diplomatische Gunst. Im Augenblick haben wir plus 8 nur noch. Wir haben nur noch plus 8. Hatten wir nicht eben viel mehr? Ach, die Allianzen sind alle ausgelaufen. Wir erläutern kurz die Freundschaften und die Allianzen, weil die geben auch Gunst. Und wir hatten eine Kulturallianz mit dem Kollegen hier unten. In der Nähe von dessen Städte sind wir ja hier vorne. Das waren die Äthiopier. Damit die uns nicht mopsen können. Ich verzichte jetzt mal auf diese offenen Grenzengeschichten. Das ist mir zu viel Kleingeld. Eine Kulturallianz hier unten. Dann hatten wir eine Forschungsallianz, glaube ich, mit den Sumerern. Dann hatten wir, glaube ich, eine Religionsallianz mit den hier vorne. Fragt mich nicht mehr, warum. Wir gucken mal, ob wir Gunst von ihm bekommen. Nee, wir holen uns mal zwei doppelte Seide. Einfach so. Haben schon jeweils einmal. Ist mir gleich gerade. Und dann brauchen wir noch eine Allianz mit den Weißen, mit den Polen. Und das war, glaube ich, die Devise. Der hat man, glaube ich, eine Militärallianz, weil die Gallier nicht leiden kann. Mal so war das. Keine Allianz mehr, damit wir hier Spione rüberschicken können zu ihm hier. Das wird, kriegen wir auch so hin, glaube ich. Also der Verlust hier vorne, das sollte kein Problem sein. Die Stadt flippt und wenn die flippt und der Druck nach unten ausgeübt wird, das sollte auch so klappen. Und bis die Spione vor Ort sind und dann diese erste Sache machen, mit dem man die, also sich niederlassen, unter euch posten oder wie immer das heißt und danach. Die Spione sind viel zu langsam bei der Etablierung, als dass wir die hier überhaupt noch nutzen. So, und jetzt einmal Parlamentsgebäude. Und wir haben plus 8, plus 3, plus 11, plus 16. Dann sollten wir gleich plus 16 mehr bekommen, ne? Plus 16 haben wir an diplomatischer Gunst, an positiven Effekten und sollten 16 mehr werden. Mit der Selbstregierung kommt Freiheit und mit der Freiheit kommen Gerechtigkeit und Patriotismus. Oh, stimmt im Chat. Und auf Boden meinte, nur für die Suzerän-Geschichte gibt es welche. Also für jeden Stadtstaat, in dem wir Suzerän sind, bekommen wir eine Gunst, glaube ich. Und das wird jetzt verdorben. Und da einer mehr. In fünfen waren wir Suzerän. Mit der Selbstregierung kommt Freiheit und mit der Freiheit kommen Gerechtigkeit und Patriotismus. Brauche ich nicht oft. Aber als Engländer, must have. Eureka für die Luftfahrt. Und jetzt sieht es entsprechend besser aus. Politikkarten können wir auch einmal wechseln. Wir checken kurz mal das Thema Annehmlichkeiten. Mhm. Wir bräuchten nochmal Handwerker. Wir brauchen überall hier vorne. Wir lassen uns mal alle Berge anzeigen. Wir brauchen ja Skigebiete gleich überall. So sieht man die noch schneller. Auf jedem Berg mit einem Abstand Skigebiete. Ach Gott, das ist ja völlig unübersichtlich. Wie viele können wir nachher bauen? Das sind gar nicht so viele. Hier können wir eins bauen, zwei, drei. Auf Nationalpark geht nicht. Vier. Fünf.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Wenn wir alle gebaut haben, 12 mal 4, 48 mehr Tourismus. Im Augenblick haben wir 216. Wow, ein Viertel mehr. Ungefähr. Das wird sich ja doch lohnen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal eine kleine Schwemme von Handwerkern. Sollen wir noch mal überall welche bauen in den dicken Städten? Ja? Wir haben welche, aber für meinen Geschmack nicht genug. Ich arbeite immer mit super vielen Handwerkern gerne. Da wollten wir die Biosphäre bauen. Dann lassen wir hier mal den Handwerker weg. Da kommt gleich die Freiheitsstatue. Es bricht auch die Zeit der regenerativen Energiequellen an. Da sind wir jetzt fast am Ende. Und damit kommen wir dann wahrscheinlich bis ans Ende der Partie aus. Ja? Und, hallo Aiello, liebe Grüße an dich. Das höre ich gerne. Willkommen an dich und deine Leute. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim selber Souvenir. Politikkartenwechsel. Also 4 Runden brauchen wir die Handwerkkarte drin. Und dann lassen wir das Atomprogramm einmal weg, dann können wir flexibel dorthin jederzeit wechseln. Kalter Krieg schützt uns vor fremden Rockbands. Mit der Karte schützen wir uns vor Leuten, wir bauen einmal den Kapitalismus. Errichten wir. Wir haben auch den Kommunismus, jetzt schalten wir den Kapitalismus frei. Das ist doch atmosphärisch passend. Nochmal ein großes Werk und weiter. Also, wir haben in 4 Runden lang muss die Handwerkkarte drin bleiben. Riesiger Schwall Handwerker, wir müssen geothermische Risse suchen, identifizieren, überbauen. Dann gab es noch irgendeinen Grund dafür. Was war der zweite Grund für die vielen Handwerker? Ich habe es gerade vergessen. Seebäder, wir können Seebäder mittlerweile bauen. Und sobald der Eiffelturm fertig ist und den wollten wir errichten... Wo kommt der Eiffelturm nochmal hin? Hier wollten wir den Eiffelturm hinmachen. Ach, wisst ihr was denn? Den setzen wir jetzt schon hier mal hin. Da kommt er hin. Nehmen den Handwerker raus. Den Staudamm ziehen wir durch. Und mit ihm können wir jetzt in dieser Runde dann das Sägewerk entfernen. In der nächsten Runde roden. Ne, umgekehrt. In der nächsten Runde einmal setzen wir hier noch aus. Nächste Runde entfernen wir das Sägewerk und übernächste erroden wir dann ein Stück vom Eiffelturm. Ja? Da kommt der Eiffelturm hin und hier vorne, wenn das Wohngebiet fertig ist, kommt hier die Biosphäre hin, die sehr viel Tourismus gibt, vor allem und Energie aufgrund von regenerativen Energiequellen. Dann switchen hier die nächsten Städte. Die Stadt hier vorne wird switchen in 4 Runden. Vielleicht können wir auch Karakorum noch bekommen. Das ist ein bisschen schwieriger hier. Rebellion in Schneckentempo. Spion ist da. Quellen beschaffen, danach Gouverneur entfernen. K
kann sein, dass einer hier vorne hin unterwegs ist. Und ansonsten geht es weiter Richtung Tourismus und Kultursieg. Und parallel dazu halten uns alle Optionen offen für einen Tourismussieg, für einen Diplomatiesieg. Weil wir bekommen 4 Gesandte, 4 Diplomatiepunkte durch die Freiheitsstatue in einer Runde dazu. Und haben dann 17 Punkte, dann fehlen nur noch 3 weitere für den Diplomatiesieg. Das sind diejenigen, die die meiste diplomatische Gunst bekommen, unter anderem durch das Parlamentsgebäude. Und vielleicht können wir uns durch den Weltkongress hindurchtricksen. In 15 Runden ist eine Sitzung. Kultursieg oder Diplomatiesieg? Ich will nicht ausschließen, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir Civ 6 hier spielen, am Sonntag, den 18.02. Ich glaube, ich hoffe, Datum passt zum Wochentag. Ich will nicht ausschließen, dass dann ein Diplomatiesieg kommt. Also ich halte es für nicht wahrscheinlich, aber ich will es nicht ausschließen. Das könnte passieren, wenn alles klappt im Weltkongress. Wenn wir geschickt pokern, könnte das passieren. Und wir müssen gleich durch die Handwerker überall noch die ganzen Skigebiete setzen, genau. Und wir müssen noch einen Platz suchen, sobald wir ein Stadion gebaut haben, für das Estadio de Maracanã. Wir müssen in den Unterhaltungsdistrikten und in Wasserparken die weiteren Unterhaltungsgebäude bauen und so weiter und so fort.